vor ungefähr 3 Jahren, da kam unsere Lehrerin, die Nina, zu uns und meinte, sie hat ein neues Projekt. Sie würde gerne Bienen an der Schule halten. Im Kindergarten, da war mein Traumberuf, Imkerin zu werden, weil wir da auch mal ein Projekt mit Bienen hatten. Und das war mit der Zeit, hat sich das dann wieder gelegt, aber ich fand Bienen immer sehr interessant. Und hier in der Schule hatte ich dann die Möglichkeit, mehr mit Bienen zu machen und bin deswegen dann ins Bienenteam gegangen. Wir haben unter der Schule haben wir einen Bunker, den haben wir zu unserem Bienenbunker umgebaut und dort treffen wir uns jeden Dienstag zu einem Stammtisch. Dort kommen dann immer alle Schüler aus dem Bienenteam. Mittlerweile hat uns und die Schule der komplette Bienenvirus angegriffen. Wir haben jetzt hier 4 Bienenvölker in Magazinbauweise, ein Bienenvolk in Topperhive-Bauweise. Ich habe selber zu Hause 4 Magazinvölker und eine Topperhive stehen. Ja, langsam haben wir eine richtige Großimkerei. Es sind nicht mehr nur noch 5 Schüler, sondern mittlerweile 13 Schüler im alten Bienenteam. Und es gibt seit diesem Jahr noch ein Jungbienenteam, bestehend aus weiteren 11 Schülern. Aus den Bienenhalten an der Schule Ideen kamen bald die Ideen, wie können wir denn dafür sorgen, dass es wieder generell mehr Bienenhalter gibt. Wir haben Topperhives gebaut für andere Schulen. Wir waren im Zoo, haben dort große Stände gemacht, waren im Deutsch-Französischen Garten, haben dort bei einer großen Aktion mitgewirkt. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ein weiteres Projekt war das Zoofest. Da waren wir im Juni im Saarbrücker Zoo. Dort hatten wir ein Fest und da hatten wir einen Bienenerlebnisstand. Und es war ein richtig schöner Tag, weil es war wunderschönes Wetter und die Kinder konnten sich schminken lassen, hatten Spaß, die Leute konnten sich angucken, unsere Arbeit, konnten sehen mit den Topperhives, was wir arbeiten, konnten sich die Bienen erleben und es war einfach ein ganz schöner Tag für alle Beteiligten. Die Topperhive ist eine Alternative, um Bienen zu halten. Die kommt ursprünglich aus Dritte Weltländern mit möglichst wenig Materialkosten, möglichst viel Honig ernten und halt auch ärmeren Familien zu ermöglichen, Bienen zu halten. Man kann viele Schüler an einem Kasten unterbringen. Ja, also was natürlich auch ein großes Problem ist, wir haben ja das große Bienensterben, wofür man so hört. Ein Problem ist natürlich die Globalisierung der Welt. Also wir kriegen ganz viele Krankheiten aus anderen Kontinenten, anderen Ländern, gegen die sich unsere Bienen nicht wehren können. Eins davon ist ein Parasit, die Varroa-Milbe, die kennt man allgemein aus den Medien ganz gut. Das ist eine kleine Milbe, die setzt sich auf die Bienen und auf die Brut und saugt die dann aus. Und wenn die in zu großen Scharen vorkommt, dann ist die halt tödlich und überträgt auch Krankheiten. Deswegen muss der Imker die halt behandeln. Ein weiteres Problem ist, dass wir zu viele Altimker haben. Also die kennen sich zwar gut aus, aber die sterben halt nach und nach auch weg. Also es werden weniger. Also wir bauen halt die Topperhives nicht nur für unsere Schule, sondern auch für andere Schulen. Und da gab es dann halt eine Übergabe in Nalbach in der Gemeinschaftsschule. Und da haben wir halt die Topperhive übergeben, haben auch ein bisschen was darüber erzählt, über Bienen insgesamt. Das war dann dieses Projekt von Bienen von Schüler für Schüler. Und ja, haben halt auch so Stände aufgebaut, um denen ein bisschen was dort erklärt und spielerisch zu zeigen, was wir. Jetzt soll halt auch die Nachhaltigkeit von Bienen ein bisschen widerspiegeln, dieses Projekt, weil die Topperhive, die ist ja jetzt nicht nur ein Projekt, was man da hinstellt, ein Jahr dort lässt und dann vergessen wird, sondern weil man kann es immer wieder benutzen und immer wieder können Kinder, die aus den jüngeren Klassen kommen, auch an diesem Projekt teilnehmen und sich um die Bienen kümmern. Und so hat dann eigentlich eine ganze Schule, eine ganze Generation etwas sozusagen von dieser einen Box, die wir da hingestellt haben.